herzlich willkommen auf dem Moody Goody Channel. Ich bin Solar Laser und heute ein kurzes Infovideo und ein RC-Unboxing. Kurze Info zum Nitro-Projekt, das startet jetzt. Ich kann so eine Sachen mit Nitros einfach nur am Wochenende machen, jetzt in den Ferien. Das Problem ist einfach, dass der Platz oder die Platzauswahl für den Nitro schwierig ist, weil ich nicht weiß, wo du mit dem Nitro hin kannst. Und da muss ich erstmal einen geeigneten Platz finden. Und das am besten an einem Wochenende, wo man dann auch seine Ruhe hat, um dieses Video für euch perfekt zu machen. Für euch noch wichtig zur Information, ladet eure Sachen auf, falls ihr genauso was machen wollt. Akku-Packs schön langsam aufladen mit 0,1, 0,2A. Schön die NIMS aufladen und den Glühkerzenstecker, damit die schön vollgeladen sind. Am besten aufladen im Peak-Modus in 3-4 Zyklen, dass er dann immer abschaltet, wieder anschaltet und die Sachen halt eben schön volllädt. Das ist ganz wichtig. Habe ich schon gemacht. Die Sachen sind also startbereit für das Nitro-Video. Und sobald ich einen Platz gefunden habe, geht es auch sofort los. Jetzt ist ja die Ferienzeit. So, aber bevor wir damit kommen, das heißt Overheater X Projekt geht bald los, müssen auch noch andere Projekte beendet werden. Und da haben wir einmal den Mugen, den neuen. Und da kommen jetzt hier die Unboxing-Sachen, die ich verbauen werde. Und zwar habe ich mich hier für die Hobbywing Zeron Combo entschieden, und zwar für die Stock. Und zwar gibt es ja in diesen Turmwagen gibt es so verschiedene Klassen, müsst ihr wissen. Und ich habe hier mich für, oder wir haben uns alle für die Stock-Klasse entschieden, und zwar für die 17,5 Stock-Klasse. Ich erkläre euch das mal kurz. Ihr seht ja, wir haben hier 17,5 Turn. Und das ist Fixed Timing, das heißt, wir können hier nichts dran machen. Hier steht es auch nochmal. Und man kann hier nichts machen, man kann das Timing nicht ändern und diese Motoren sind auch für diese Geschichte zugelassen. Wir sehen hier Fixed Timing, steht auf dem Motor drauf. Hier steht zwar 21,5, aber es ist die 17,5 Turn Version. Ja, und der Motor ist Stock, also da können wir einfach nichts dran machen. Und der Regler ist ebenso. Und ja, das heißt, es fahren alle Leute mit dem gleichen Regler und dem gleichen Motor mit der gleichen Ritzelung. Und da kommen wir jetzt auch zu. Das heißt, einmal die Kombo kommt in die Mugen rein. Damit sind wir dann schon mal Stock unterwegs. Also Stock in der Hinsicht. Dann wird verbaut. Ihr habt ja gesehen, dass das X-Ray Zahnrad nicht passte. Ich habe jetzt hier das Aeromax, wie ich ja auch gesagt habe. Und wir sehen, dass das Zahnrad hier nicht so ein krasses, nicht so krass nach innen geht wie bei dem X-Ray. Und das passt deutlich besser. Hat auch von der Lochanzahl ist das besser gemacht. Und das ist ein 100T, also 100er Ritzel, mit dem 34er Motorritzel. 34er Motorritzel, das ist die Kombination mit dem Motor zusammen, dass wir auf diese 0,5 kommen. Und diese 0,5 ist dann dieses 17,5 Klasse, diese Stock-Klasse. So, das heißt, alle Leute fahren mit dem gleichen Motor und dem gleichen Regler. Das Einzige, was man einstellen kann, glaube ich, ist, was kann man einstellen bei dem Regler? Ich weiß gar nicht, was man bei dem Regler einstellen kann. Vielleicht den Punch, also die Anfahrgeschwindigkeit. Ansonsten ist das wirklich alles so ziemlich, man kann sich hiermit keinen Geschwindigkeitsvorteil rausholen. Und alle fahren die gleiche Ritzelung und das gleiche HZ. Und somit sind die Gegebenheiten so, dass ihr 2S fährt, also mit 2S, der Stock-Kombo und den Stock-Ritzeln, sage ich mal. Und somit ist gegeben, dass alle Autos gleich schnell sind. Habt ihr jetzt ein anderes Auto wie den Mugen zum Beispiel, dann müsste man sich da die Hauptzahnrad und das Motorritzel ausrechnen, dass man auf den 0,5er Wert kommt, sodass dieses Auto theoretisch genauso schnell ist wie die Mugen zum Beispiel. Oder, ne, ihr wisst, was ich meine. Genau, und das ist dann halt diese Stock-Geschichte. Ja. Wusste ich vorher nicht, habe ich mich auch nicht vorher informiert, dass es sowas gibt oder so. Da hat mich dann Udo und Björn dann darauf aufgeklärt. Und wir werden uns daran richten. Ich habe mir hier noch ein anderes Ritzel geholt, und zwar ein 35er habe ich mir hier noch besorgt. Einfach um eventuell, weil wir machen das ja nicht, wir wollen ja nicht so in diese Wettbewerbsgeschichte mit rein, aber das hier wäre schon Wettbewerb tauglich. Das heißt, man könnte da mitfahren.
Ich möchte aber mal gucken, ob man mit einem größeren Ritzel da noch ein bisschen schneller ist und so. Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Wir fahren da ja nicht wettbewerbsmäßig mit, sondern wollen uns da nur so ein bisschen anpassen. Man weiß ja nicht, was kommt. So, passendes Servo habe ich mir auch geholt. Und zwar habe ich mir hier das JX-Servo besorgt. Komplett aus Alu. Schönes Teil. Stellgeschwindigkeit und Kraft seht ihr hier hinten. Ja, und ist ein schönes Low-Profile-Servo und gefiel mir ganz gut für den Preis aus Full Alu. Ja, gefällt mir eigentlich sehr gut. Kommt jetzt alles in den Turmwagen. Das heißt, Turmwagen haben wir abgehakt. Dann kommen wir zu den Farben. Ich möchte was sehr Auffälliges, eigentlich nicht. Auf der Kamera kommt das nicht so rüber, aber das ist so ein Neon-Orange. Das leuchtet eigentlich ziemlich krass. Die Kamera fängt das aber jetzt nicht so ein. Hier, wenn ich jetzt mit der Lampe drauf blende, dann kann man so erahnen, in welchen Farbton das geht. Und ja, so wie es jetzt hier so leuchtet, so Neon-Orange ist es auch. Genau. Dann habe ich dazu Chrom. Dann hatte ich eigentlich noch Metallic Lila. Dann habe ich mir noch Metallic Blau geholt. Ich finde, Metallic Blau geht immer. Dann hatte ich Weiß zum Hinterlegen der jeweiligen Helmfarben und jeweils Schwarz fürs Hinterlegen von dem Chrom. Und ich habe mich jetzt im Endeffekt dafür entschieden, eigentlich wollte ich Chrom Metallic Blau machen, aber ich glaube, dass mir die Farben nicht hell genug sind für die Strecke und dafür habe ich mich dann für Chrom und Orange entschieden und da bin ich mal gespannt. Und ja, die Farben sind aber auch gleichzeitig für ein G-Mate, das heißt Chrom und Schwarz für ein G-Mate. Und die Farben sind für mein MT später dann. Genau. Haben wir die Farbengeschichte auch mal abgehakt. Kommen wir noch kurz zum G-Mate. Das ist jetzt auch das letzte Teil und dann war es das mit dem Unboxing. Ich habe mir hier zwei Servos besorgt auf Empfehlung von Udo und Grit. Und zwar fahren sie die, oder fährt Grit diese Servos schon die ganze Zeit in ihrem G-Mate. Und zwar haben wir hier 20 Kilo Servos, Digital-Servos. Mit 20 Kilo Stellkraft. Die Servos sind wasserdicht. Sieht man hier auch an den Schrauben, da sind so Dichtungen unten drin und auch innen drin sind Dichtungen und auch hier oben ist so ein Dichtungsring. Ich bin gespannt, ob die dicht halten, weil ich habe öfter mal gelesen, dass manche gut funktionieren und bei manchen Leuten diese Servos nicht so lange wasserdicht halten. Ich habe mir zweimal die gleichen geholt, damit ich ja, vorne und hinten die gleiche Lenkung habe. 20 Kilo jeweils sollte reichen. Was ich cool fand, ist, hier gab es noch zwei Alu-Servohörner mit dazu, zu den ganz normalen Servohörnern. Ja, finde ich eine coole Sache. Das Ganze war ziemlich günstig. Ich hau euch natürlich die Links, wenn jemand daran Interesse hat, hau ich euch die ganzen Links von den ganzen Sachen unten in die Videobeschreibung. Das Servo und die Ritzel habe ich bei Team Undercover gekauft. Die Combo habe ich mir bei Amazon geholt, weil sie da am günstigsten war. Und die Farben habe ich mir bei verschiedenen Modellbauläden geholt. Ja, die Servos habe ich mir hier übrigens auch bei Amazon geholt, die beiden hier. Und da bin ich mal gespannt. Eigentlich wollte ich ja JX hier wie das Low Profile holen. Aber leider gibt es die JX nur in Blau. Und Blau passt jetzt nicht so in mein G-Mate-Konzept. Ja. Ja, das war so ein kleines RC-Unboxing und Infovideo, wenn jetzt hier so die Nitro-Geschichte losgeht. Ich habe, wie gesagt, alle Glühkerzenstecker aufgeladen. Sie sind alle ready. Ich habe meine ganzen Akku-Packs aufgeladen. Hier sind sie alle. Das sind nur noch 4 Stück. Eigentlich hatte ich 6. Aber die anderen 2, da sind die Zellen tot gewesen. Ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr die auflädt, noch kurz vorab, bevor das Video jetzt endet. Wenn ihr die auflädt, ihr seht das immer hier, ich zeige euch das mal eben kurz. Dann seht ihr hier, wir haben 6,7 Volt. Wenn ihr aber ein Akku-Pack habt mit 5 Zellen und er zeigt euch nur noch 5 Volt an und ihr versucht den zu laden und ihr merkt, dass er beim Laden abbricht, dann kann es sein, das hatte ich jetzt, dass eine Zelle defekt ist und kaputt ist. Und das hatte ich bei 2 Akku-Packs jetzt. Die waren auch schon ziemlich alt. Da war jeweils eine Zelle kaputt. Und da diese Akku-Packs hier so genietet sind und nicht gelötet sind, ja, musste ich sie leider entsorgen. Sehr schade, sonst hätte ich noch aus 2 wieder einen machen können. Aber ja, die sind alle auf 6,7 Volt geladen, das heißt, die sind auf jeden Fall voll. Genauso wie 1,5 Volt
unsere Glühkerzenstecker und dann geht es bald mit dem Nitro-Projekt los und wir können den Turmwagen endlich abschließen. Da werde ich wohl nochmal, wenn Interesse besteht, ein Einbauvideo machen. Wir werden den Turmwagen auch zusammen fahren, filmtechnisch. Dann werden wir jetzt den G-Mate fertig machen und dann geht auch die Nitro-Geschichte los und dann kann ich endlich auch diese ganzen Projekte mal abhaken und dann den Sommer genießen. Ja, das war's mit dem Kotzen Unboxing. Danke fürs Einschalten. Euer Esa und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.